Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Heute ist mal das Thema angstfreie Atmosphäre dran. Wie ich auf sowas komme? Nun gut. Das ist doch ganz einfach. Wir leben zurzeit in einer Gesellschaft, in der drei Ängste dominieren. Die Angst vor Corona. Die blanke Existenzangst und die Angst vor einer beginnenden Diktatur. Diese drei Ängste sind irrational, rational, sie sind existent, sie sind ernst zu nehmen. Sind die Ängste unserer Mitmenschen. Und diese Ängste konkurrieren auch manchmal ein bisschen miteinander oder stark, je nachdem, wie Sie es sehen. Woran es mir jetzt ganz besonders liegt, ist, dass Sie das ernst nehmen, dass Menschen unterschiedliche Ängste haben können. Jemand, der zur Risikogruppe gehört bei Corona oder Angehörige hat, die zu dieser Risikogruppe gehören, bei dem dominiert die Angst vor Corona. Und der wird den ganzen Tag über nichts anderes reden, als über den notwendigen Schutz von Risikogruppen. Wie das dann zu machen ist, das ist ein ganz anderes Thema. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Nicht nur eine, da müsste man natürlich auch vernünftig mitreden dürfen, können, müssen. Gut, Existenzangst. Auch sehr berechtigt. Wir sehen jetzt gerade, was passiert, wenn Menschen in die Pleite getrieben werden. Getrieben? Ist es nicht der böse Virus, der das tut? Nein, ein Virus kann das nicht. In die Pleite treiben können sie nur unsere Politiker mit ihren Maßnahmen. Und die sind dafür verantwortlich. So. Und wenn man sieht, wie sie es tun, dann darf man auch Angst haben vor einer Diktatur. Wie kann man dem entgegenwirken? Indem man sein Recht wahrnimmt, indem man seine Klappe aufmacht, indem man sagt, was Sache ist. So, das habe ich immer schon gerne gemacht. Ne? Also ein kleines Beispiel aus meiner Jugend. Meine jüngere Schwester kam eines Tages weinend von der Schule nach Hause. Sie haben zitternd und frierend morgens vor Schulbeginn vor der großen Eingangstür gestanden und niemand hat sie reingelassen. Und der Direktor hat es auch verboten. Tja, was kann man da machen? Das ertragen? Es war aus meiner Sicht unsinnig. Und da habe ich dann die Initiative ergriffen und dem Direktor einen Brief geschrieben. Und daraufhin hat der Direktor meinen Vater angerufen und den zusammengeschissen, was ihm denn einfiele, dass er darum bitten könnte, die Schüler doch draußen nicht vor der Eingangstür in Eis und Kälte stehen zu lassen. Woraufhin mein Vater dann mich zusammengeschissen hat, was mir denn einfällt, den Direktor darauf hinzuweisen, dass er seiner Fürsorgepflicht nicht nachkommt. Tja, so. Das nächste Ding war die Bundeswehr, die drohte. Ich sollte da mitmachen. Inzwischen kennen sie mich ja gut, ne? Ich hatte kein Interesse dran. Ich habe meinen eigenen Kopf. Ich habe meine eigenen Vorstellungen. Mit irgendwie im Zivildienst hätte ich mich ja vielleicht noch anfreunden können. Ich bin dann nach Berlin gegangen. Das war auch eine Variante. Und
So habe ich auch das nicht mitgemacht. Ich mache überhaupt vieles nicht mit, was andere Leute für gut heißen. Ich mache sogar viele Sachen heute so, wie andere es sich wünschen. Weil manche von diesen Dingen einfach vernünftig sind. Ne? Zum Beispiel viel in die frische Luft gehen, ein Fahrrad fahren, Geld nicht verplempern für unsinnige Urlaubsreisen rund um die Welt. Aber wissen Sie was? Ich schreibe das niemandem vor, was er zu tun und zu lassen hat. Und diese Regierung, die wir jetzt hier gerade haben, die scheint sich wohlzufühlen in der Rolle des Paternalisten, des vorschreibenden Mächtigen, der anderen zu sagen hat, was sie zu tun und zu lassen haben. Du brauchst die App, du brauchst die Impfung, du brauchst Ausgangssperre. Tralala, ne? Nicht lustig. Völlig unangemessen. Das, was wir jahrzehntelang gelernt haben, geht gerade über die Wupper. Wissen Sie, wir brauchen eine angstfreie Atmosphäre, in der wir uns sachlich unterhalten können. So, jetzt raten Sie mal, wer das wichtig findet. Zum Beispiel das Institut, das die Qualität an Schulen sichert. Das Umfragen macht in der Schule bei den Schülern. Wie funktioniert das? Also, es gibt einen Standardfragenkatalog, weiß nicht, 30 oder 40 Fragen sind das wahrscheinlich. Die können Schülerinnen und Schüler im Unterricht beantworten. Da geht es um die Lehrkraft. Hat er alles richtig gemacht? Was kann er besonders gut? Was kann er besonders schlecht? Und einer von den Punkten ist angstfreie Atmosphäre. Ich habe diese Umfragen regelmäßig gemacht mit meinen Klassen. Und das, was ziemlich gut war, ist immer die Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Klasse und meinen. Da bestand eine realistische Sicht drauf, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Und diese Zeugnisse, die mir die Schülerinnen und Schüler jeweils ausgestellt haben, waren schon sehr gut. Hat mir Spaß gemacht, die zu lesen. So, aber was ich am besten von allem kann, das dürfen Sie jetzt mal raten. Also, durchgängig bei den 10 zuletzt befragten Klassen gegen Ende 2019 war das, wo ich die letzte Befragung gemacht habe, vor Corona, tauchte ein Punkt immer wieder oben auf in der Hitliste. Bei der höchsten Bewertung, ja, für das, was ich am besten kann. Und das ist angstfreie Atmosphäre.